Weltweit steigt die Waldbrandgefahr wegen der Klimakrise. Und das kann man auch bei uns hier in Deutschland an ganz vielen Stellen sehen. Hier zum Beispiel diese Bäume da. Die sollten eigentlich auch jetzt im Winter grün sein. Aber unsere Fichten kommen halt mit der zunehmenden Trockenheit überhaupt nicht klar. Und in solchen sterbenden Wäldern bricht noch leichter ein Feuer aus als zum Beispiel in gesunden Laubwäldern. Also an der Klimakrise und auch an der steigenden Waldbrandgefahr sind wir Menschen zumindest mitschuld. Aber es gibt ja auch Tiere, die Feuer legen. So zumindest überliefern es Erzählungen vom anderen Ende der Welt. 2019 und 2020 ächzt der fünfte Kontinent unter anhaltender Trockenheit und extremer Hitze. In der Folge toben Busch- und Waldbrände wie nie zuvor. Über 20% der Wälder des Landes gehen in Rauch auf. Hunderte Millionen Tiere kommen in den Flammen um. Ein Desaster, für das wahrscheinlich aber auch Tiere mitverantwortlich sind. Das legen zumindest die Überlieferungen der Ureinwohner nahe, die von der Entstehung der Welt und ihren magischen Zusammenhängen berichten. Und diese Geschichten, die werden seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weitergegeben. Gemäß der spirituellen Traumzeitlegenden der Aborigines gehörte das Feuer einst den Frauen, die darauf achteten und es bewachten. Aber irgendwann stahlen es ihre Söhne. Die Heranwachsenden verwandelten sich in Krokodile, die sich weigerten, das Feuer mit irgendjemandem zu teilen. Doch eines Tages kam der Regenbogenvogel, schnappte sich das Feuer und verbreitete es im ganzen Land. Tatsächlich haben Forscher drei Vogelarten beobachtet, die regelmäßig im australischen Busch zündeln. Schwarzmilane, Keilschwanzwein und Habichtfalken. Die Raubvögel gehen gern am Rande von Buschbränden auf die Jagd. Wenn die Flammen Reptilien und kleine Säugetiere aus ihren Verstecken treiben, machen die Räuber leichte Beute. Dabei erweitern die Vögel die Feuerkanten, indem sie schwelende Zweige und Holzstücke aufpicken und dann in einiger Entfernung wieder fallen lassen. Sie sind tatsächlich gefiederte Brandstifter. Die Verbindung von Vögeln und Flammen findet sich in Mythen, Märchen und Legenden unterschiedlichster Kulturen weltweit. In der slawischen Mythologie glüht ein magischer Feuervogel. Wer eine seiner Federn erbeutet, begibt sich auf eine schicksalhafte Reise. Der Phönix wird im antiken Griechenland beschrieben. Ein schillernder Vogel, der am Lebensende zusammen mit seinem Nest verbrennt. In der Asche bleibt ein einziges Ei zurück, aus dem sich ein neuer, verjüngter Phönix erhebt. Der Phönix ist natürlich nur ein Mythos. Aber es gibt tatsächlich Tiere, die Feuer und Asche zum Überleben brauchen. In den großen Naturkundemuseen Deutschlands sammeln Forscher seit dem 19. Jahrhundert Tiere aus der ganzen Welt. Einige von ihnen haben es geschafft, sich Territorien und Nischen zu erobern, in denen andere nicht überleben könnten. Hier in der entomologischen Sammlung des Frankfurter Senckenberg-Museums werde ich natürlich auch keinen Phönix finden, aber es gibt hier ungefähr 2 Millionen Käfer. Und darunter diesen hier. Und der ist vielleicht noch faszinierender als der legendäre Feuervogel. Der schwarze Kiefernprachtkäfer. Dieses Tier ist pyrophil, also feuerliebend. Das heißt, er mag es wirklich gern, wenn es irgendwo brennt. Und er kann Brände sogar spüren und wittern. Er kann sie riechen und mit einem Infrarotsinn wahrnehmen. Und wenn es soweit ist, dann fliegt er direkt auf die Flammen zu.
Der Käfer spürt Hitze mit einer ungewöhnlichen Methode auf. Am Käferrumpf befinden sich Sinnesorgane, bestehend aus etwa 70 kleinen Kugeln. Im Durchmesser jede feiner als ein menschliches Haar. Die Kugeln sind mit Flüssigkeit gefüllt. Wenn Infrarotstrahlen, also Wärme, auf das Organ treffen, dehnt sich die Flüssigkeit aus. Die Kugeln schwellen an und aktivieren einen Nerv, der dem Gehirn übermittelt: Feuer. Doch warum zieht es den Prachtkäfer und seine Verwandten, die australischen Feuerkäfer, überhaupt in Richtung Flammen, statt vor ihnen zu fliehen? In abgebrannten Waldstücken gibt es in der Regel kaum Feinde. Stattdessen finden die holzfressenden Käfer paarungswillige Partner, Nahrung im Überfluss und sie nutzen die beschädigten Bäume zur Eiablage. In gesunden Bäumen würden Käferlarven das Zellwachstum der Pflanzen anregen und zerquetscht werden. In geschädigtem Holz können sie sicher gedeihen. So sorgt das Feuer für neues Leben.